Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich will auf eine Community-Frage von der Daniela Weber eingehen, die aus meiner Sicht echt viele interessante Aspekte enthält. Die Frage ist ein bisschen länger. Also die Daniela schreibt: Hallo Leute, vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp für mich bei folgenden Vorhaben. Ich führe gemeinsam mit meiner Schwester einen kleinen Mittelstandsbetrieb in Klammern GmbH. Aktuell mieten wir unsere Büroräume im Nachbarort für etwa 1500 Euro Kaltmiete im Monat. Wir sind beide geschäftsführende Gesellschafter und würden die Immobilie auch gemeinsam kaufen. Jetzt haben wir eine Immobilie vorgeschlagen bekommen, die Folgendes beinhaltet: 6 Wohneinheiten mit Gesamtwohnfläche von 388 Quadratmeter in Klammern Baujahr 2011 plus eine Gewerbeimmobilie A mit 350 Quadratmetern Baujahr 2000 plus Gewerbeimmobilie B mit 250 Quadratmetern Fläche Baujahr 2000. Gesamtkaufpreis für alles 865.000. Mieteinnahmen aktuell 6 Wohneinheiten, 2285 Euro Kaltmiete, Gewerbeimmobilie A 1750 Kaltmiete, Mietvertrag läuft bis November 2020, Gewerbeimmobilie B 700 Euro Kaltmiete, Gesamtmieteinnahmen aktuell 4735 Euro Kaltmiete. Ursprünglicher Plan war es, alles privat zu kaufen und Gewerbeimmobilie A dann ab Dezember 2020 an die eigene GmbH zu vermieten. Bank hat das auch abgesegnet und grünes Licht gegeben mit folgender Konstellation: 415.000 Euro Sparkassenkredit mit 1,3 Zins und 2% Tilgung, 15 Jahren Zinsbindung, Restschuld etwa 275.000 Euro nach 15 Jahren, 450.000 Euro als Sparkassenkredit mit 1,35 Zins und 525, also genau, das sind 500 Euro monatliche Zinsen ohne Tilgung, aber stattdessen ein LBS-Bausparvertrag, Garantiezins 1,95, Abschlussgebühr in Höhe von 7.000 bis 8.000 Euro, der nach 15 Jahren zuteilungsreif wäre. Kaufnebenkosten in Höhe von 60.000 Euro würden wir durch eine Gewinnausschüttung aus der GmbH realisieren. Jetzt haben wir den Tipp bekommen, den Kauf eventuell folgendermaßen aufzusplitten: Kauf der 6 Wohneinheiten für 388.000 Euro, wir kaufen privat. Kauf der 2 Gewerbeimmobilien für 477.000 würde unsere GmbH kaufen. Vorteil wäre, dass wir die Gewinnausschüttung nur für die privat gekauften Wohneinheiten durchführen müssten. Wären dann 27.000 Euro. Die Kaufnebenkosten würde bei den Gewerbeimmobilien die GmbH tragen. Welcher Weg macht mehr Sinn oder gibt es einen Tipp aus der Community, wie man das Ganze noch cleverer anstellen könnte? So, ich hoffe, jetzt könnte jeder folgen. Ich will mal ein paar Sachen herausgreifen. Also das Erste, wenn ich jetzt so ganz schlanker Hand meinen Geschäftsbetrieb für eine Miete mache, weiß ich nicht, ob es notwendig ist, sich dann für den eigenen Geschäftsbetrieb eine eigengenutzte Gewerbeimmobilie anzuschaffen. Das belastet erstmal das Kreditobligo, welches dann potenziell für andere Immobilien nicht mehr zur Verfügung steht. Es sorgt für einen Liquiditätsabfluss aus dem Geschäft. Und wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es unbedingt notwendig ist. Also das ist ähnlich wie mit der eigengenutzten Wohnimmobilie. Da scheiden sich ja auch die Geister dran. Also ich wohne selber auch zur Miete, weil ich denke, man sollte die Themen eigenes Wohnen, Immobilien als Geldanlage oder auch den eigenen Geschäftsbetrieb nicht mit Immobilien durchmischen, weil sonst ist, wenn das Geschäft den Bach runtergeht, du hast aber noch den Wert und die Erträge aus dem Immobilien ist eine Schadensbegrenzung. Wenn die Immobilien nicht funktionieren und du aber noch dein eigenes Geschäft hast, ist auch gut. Wenn aber dein eigenes Geschäft nicht funktioniert, du dann sofort die Raten für die eigengenutzten Immobilien nicht mehr nicht mehr bezahlen kannst, dann bricht es dir halt so völlig das Genick. Oder auch wenn du halt die
die eigengenutzte Immobilien, sowohl privat oder im Geschäft mit Cash versorgen muss, steht halt auch im Geschäft mal nicht zur Verfügung. Also ich denke, man sollte die Themen private Lebensführung, Geschäftsbetrieb und Immobilien voneinander trennen. Eigentumsmäßig, ich mache das sogar bei getrennten Banken. Das nur mal eine grundsätzliche Überlegung. Jetzt mal zur Dealstruktur. Also meiner Meinung nach, ich mag mich täuschen, könnt ihr mich auch korrigieren, aber ich halte es jetzt nicht für unbedingt geschickt, Immobilien privat zu erwerben und da den eigenen Geschäftsbetrieb in Form von einer GmbH als Mieter drin zu haben. Weil in der GmbH und der Kapitalgesellschaft liegt ja meine steuerliche Belastung bei um bei 30%. 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer, mal Pi mal Daumen. Also in der GmbH ist meine Gesamtsteuerbelastung maximal 30%. In der privaten steuerlichen Belastung, wo Einnahmen aus privater Vermietung und Verpachtung halt auch reingehören, geht ja die steuerliche Belastung hoch bis 42% plus Soli oder sogar ab einer gewissen Einkommensgröße 45% plus Soli. Also mir leuchtet jetzt nicht so richtig ein, warum ich, wenn ich selber die Gestaltungsfreiheit habe, warum ich dort, wo die steuerliche Belastung niedrig ist, Kosten produzieren sollte in Form von Miete und mir die zuschieb an eine Stelle als Erträge, wo die steuerliche Belastung viel höher ist. Also das ist aus meiner Sicht hochgradig kontraproduktiv. Geschickter fände ich es, wenn jetzt die Dealstruktur umgekehrt ist. Also wenn du jetzt beispielsweise, du würdest eine zweite GmbH gründen, eine vermögensverwaltende GmbH, die ja, weil sie nur vermögensverwaltend tätig ist, beispielsweise nur eigenen Grundbesitz hält, nicht der Gewerbesteuer unterliegt, weil halt vermögensverwaltend und nicht gewerblich tätig, sondern nur Körperschaftssteuer zahlen muss, weil eine Körperschaft ist es ja. Ich meine, das Gleiche würde mit einer Stiftung auch funktionieren, aber das würde jetzt hier ein bisschen weit führen. Aber grundsätzlich könntest du natürlich oder könntet ihr eine zweite Körperschaft schaffen, wo die steuerliche Belastung bei 15% liegt, was deutlich weniger ist als die 30% in der operativen GmbH. Und dann kehre ich nämlich den Effekt komplett um. Und gehe los und produziere Kosten in Form von Miete in meiner operativ tätigen GmbH, wo ich das aber mit 30% geltend machen kann, und schiebe es als Mieterträge in eine vermögensverwaltende GmbH, wo ich das gleiche Geld nur mit 15% versteuern muss. Das erscheint mir zweckmäßiger. Zu der Darlehensstruktur, die Konditionen, die wirken jetzt mal auf mich erstmal nicht verkehrt. Also jetzt mit 2% Tilgung hinzukommen, ist im momentanen Marktumfeld schon sportlich. Die meisten Banken wollen 2 oder 2,5, das ist gut. Zins von 1,3, ja, auch gut, ist auch super. Gerade auf 15 Jahre. Jetzt weiß ich nicht, was ihr bei der Bank dann noch irgendwie anderes habt, an anderer Geschäftsbeziehung, was die Entdeckungsbeitrag an euch haben, ob die das quersubventionieren oder nicht. Unterm Strich, das ist sowas, das passt. Was ich aber nicht verstehe, warum ist die Hälfte, jetzt mal stark vereinfacht, die Hälfte des Darlehens irgendwie Annuitätendarlehen und warum ist die andere Hälfte mit einem Bausparvertrag unterlegt? Also da, wie gesagt, würde ich mal den Banker Frage stellen, ob es außer dem Produzieren der Abschlussgebühr die Nummer noch irgendeinen anderen Zweck hat, weil den sehe ich jetzt nicht. Ich betrachte halt Bausparverträge, mal Ausnahmen, man setzt sie als rollierendes Eigenkapital und dergleichen ein. Aber die Nummer, warum man ein hochverzinsliches oder ein verzinsliches Darlehen nicht zurückführt und stattdessen einen niedrig verzinsten Sparvertrag abschließt, das leuchtete mir halt noch nicht so richtig ein. Letztes Thema, letzter Punkt, was mir aufgefallen ist, ja, die Kaufnebenkosten wollt ihr darstellen über eine Gewinnausschüttung aus der GmbH. Könnt ihr machen, Gewinn, also weil die Bank sagt halt, sie finanziert keine weichen Kosten und da muss halt die Nebenkosten irgendwo beigebracht werden. Ja, das Geld könnt ihr euch auf die private Ebene über eine Gewinnausschüttung ranschaffen, dann die Gewinnausschüttung löst halt Steuer in bekannter Größenordnung aus. Ich verstehe jetzt nicht,
Warum, also was euch beispielsweise abhält unter der Voraussetzung, ihr wollt das privat machen, was ich aber irgendwie nicht für ratsam erachte. Aber gut, ich kenne auch nicht alle Parameter, aber was hält euch denn ab, dass eure eigene GmbH, in der sich das Geld ja befindet, euch privat ein Darlehen gibt? Dann ein Darlehen würde keine Steuer auslösen. Im Gegenteil, es würde sogar auf der privaten Ebene dann zusätzliche Schuldzinsen generiert, die in voller Höhe abgeschrieben werden können und als Einnahmen in der GmbH fließen, wo sie niedriger versteuert werden. Also ihr könntet das auch über ein Darlehen lösen. Wenn ihr jetzt meiner Idee, die richtig oder falsch sein kann, folgt, das Ganze nicht privat, sondern in einer zweiten Gesellschaft zu machen, kann auch die eine Gesellschaft der anderen ein Darlehen geben. Hält euch auch keiner von ab. Oder vielleicht kann die GmbH auch das Geld, welches hier offensichtlich da ist, irgendwo auf ein Festgeld oder auf ein Depot packen und die Bank finanziert halt alles mit und bekommt noch ein Festgeld oder ein Depot abgetreten. Also wie gesagt, ich denke, aber das war ja auch die Frage, ich denke, es gibt in der ganzen Sache irgendwie, kann man das auch irgendwie ein bisschen eleganter machen.